Hallo, ich bin Martin von SongwriterOnline.com, heute mit einer kleinen Plugin-Review. Ich habe ein cooles Analyse-Tool entdeckt, mit dem ich in letzter Zeit ein bisschen rumgespielt habe und das mich ziemlich begeistert. Dieses Plugin heißt Levels von der recht jungen Firma Mastering the Mix und es analysiert deinen Mix auf Probleme in verschiedenen Bereichen hin. Du lädst es als letztes in deinen Stereo-Out oder Master-Fader und dann kannst du es durchlaufen lassen, deinen Mix, und es analysiert Probleme in verschiedenen Bereichen. Und ich gehe gleich nochmal genauer ein auf die einzelnen Bereiche, aber zunächst mal zeige ich dir das schicke Interface und gebe dir eine kurze Übersicht darüber. Du hast hier diese einzelnen Knöpfe hier. Wir können hier zum Beispiel in das Stereofeld gehen und dort siehst du dann, wenn ich nachher die Musik laufen lasse, ein Vektorskop, um die Stereobreite deines Mixes, dass die Stereobreite deines Mixes anzeigt, und du kannst noch viele weitere Einstellungen hier vornehmen, das zeige ich dir gleich. Wir haben eine Loudness Range, hier kannst du Lautstärkeunterschiede zwischen deinen einzelnen Songsektionen wie Verse, Chorus, Bridge feststellen. Wir haben einen sehr coolen Button hier, das ist Bass Space. Hier kannst du untersuchen, ob es andere Instrumente gibt, die zu viel im Frequenzbereich, wo eigentlich nur Bass und Kickdrum hinkören, einnehmen. Auch das untersuchen wir dann genauer. Wir haben hier die Dynamic Range. Hier kannst du feststellen, ob dein Mix überkomprimiert ist und dagegen steuern. Wir haben hier noch einen LUFS-Button. Der gibt dir Hinweise über die wahrgenommene Lautstärke deines Tracks. Und wir haben hier auch noch einen Peak-Button. Hier siehst du, ob dein Mix droht zu klippen. Aber eins nach dem anderen, fangen wir mal hier an mit dem Stereofeld. Ich lasse einfach den Mix mal laufen, dann wirst du in diesem Vektorskop hier sehen, wie der Mix in der Stereobreite sich hier verhält. And we don't know how to feel. We know this day would come by, then what price. Okay, das sieht ganz gut aus und leuchtet grün. Das bedeutet, mein Mix ist relativ gut ausbalanciert. Du siehst hier links den Korrelationsmeter, der sollte sich hier immer bei plus 1 bewegen. Wenn er sich in den negativen Bereich begibt, sozusagen, dann hat dein Mix aller Wahrscheinlichkeit nach Phasenprobleme. Hier unten siehst du auch einen Links-Rechts-Meter sozusagen, das zeigt dir, wie ausgewogen das Stereofeld ist, ob du zu viele Elemente rechts oder links hast. Wir können das gleich mal ausprobieren. Wenn ich also den Mix jetzt hier nochmal einfach laufen lasse, jetzt siehst du hier, dass der Korrelationsmeter grünes Licht gibt. Befinde mich hier schön im positiven Bereich. Das heißt, der Mix hat bis hierhin jetzt keine Phasenprobleme. Hier unten bei dem Links- oder Left-Right-Meter siehst du auch, dass ich schön in der Mitte bin. Bis dahin also keine Probleme. Was auch recht cool ist, sind diese Buttons hier oben. Hier kannst du nämlich genauer in die Frequenzbereiche der Seiten, der Mitten, links und rechts reinhören und deinen Mix auch mono schalten. Zu dem Button kommen wir gleich. Ich lasse den Mix also gerade nochmal weiterlaufen. Hören wir uns jetzt nur mal den Mix Center an. Hier sitzt unser Gesang, unsere Bassdrum und unser Bass. Das passt. Nochmal ein Refrain. Gehen wir jetzt mal in die Seiten rein, also nach links und nach rechts. Hier kannst du die Synthes hören. Bisschen was von den Gitarren. Wir können mal nur nach rechts gehen. Oder nur nach links. Kannst du auch feststellen, ob dein Mix hier ausgeglichen ist. Wir können den Mix natürlich auch mono schalten. Und was sehr cool ist, wir können hier einen Filter einschalten. Das heißt, ich kann jetzt den Frequenzbereich, den ich abhören möchte, einschränken. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier nur im Präsenzbereich und in Höhen was anhören möchte, kann ich hier genau reinhören. Was ist denn mitten los? Tief mitten Bässe.
Oder ganz unten. Das ist also sehr cool, um in einzelne Bereiche, einzelne Frequenzbereiche deines Mix schnell reinhören zu können. Wie ist es im Top-End? Klingt das zu kreischig? Klingen die Mitten sehr mumpfig? Nimmst du dann irgendwie einen Mumpf wahr? Oder wie klingt es ganz unten in den Bässen? Klingt das schön warm? Klingt das zu punchig? Schaukeln sich da irgendwelche Frequenzen auf? Das kannst du sehr gut hier über dieses Stereofeld feststellen. Jetzt wollen wir aber mal schauen, wie das funktioniert, wenn er uns eine Warnmeldung rausgibt. Und dazu trickse ich ihn jetzt ein bisschen aus. Ich nehme mal den Direction Mixer hier und schiebe meinen Mix künstlich jetzt nach rechts, ob er uns dann diese Warnmeldung tatsächlich auch rausgibt, ja? Direction Mixer an. Okay, oh je. Jetzt haben hier zwei Warnmeldungen. Einmal piekt er hier. Und zum anderen sagt er hier, okay, deine Balance stimmt nicht. Dein Mix ist hier viel zu weit rechts. Okay, also dieses Warnsystem funktioniert auf jeden Fall schon mal. Und wenn er dich dann hier gewarnt hat, dann kannst du dagegen steuern. Also wenn dein Mix jetzt zu rechts oder zu linkslastig ist, dann gibt er dir eine Warnung aus und du weißt, okay, hier muss ich gegensteuern. Wir können auch mal was anderes machen. Wir können das Stereofeld einfach mal ganz krass in die Breite ziehen, indem ich hier diesen Stereo-Spreader einschalte. Ob er sich dann auch beschwert. Stereo Spread an. Siehst du hier, weist auf Phasenprobleme hin, weil der Mix viel zu breit ist und er ist jetzt hier auch rot. Weil ich den Mix jetzt künstlich viel zu breit gezogen habe. Also das Warnsystem funktioniert und er zeigt hier dir tatsächlich an, wenn dein Mix Probleme macht und auch, und das ist das Coole, in welchem Bereich er Probleme macht. Gehen wir mal weiter zum nächsten Feld und das ist die Loudness Range. Die Loudness Range gibt dir Aufschluss darüber, wie die Dynamikunterschiede oder Lautstärkeunterschiede, nicht Dynamikunterschiede, zwischen deinen einzelnen Songparts sind. Ich gebe jetzt mal hier eine leisere Stelle und dann lassen wir uns das mal anzeigen. Okay, der Refrain ist jetzt wesentlich lauter, aber wir sind hier noch im grünen Bereich. Wenn jetzt mein Vers beispielsweise sehr, sehr leise wäre und ich würde einen bestimmten Lautstärkeunterschied hier überschreiten, dann würde es rot leuchten. Du kannst das hier selber einstellen, das wird in Loudness Units gemessen. Und das kannst du hier, diese Loudness Range kannst du hier einstellen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Genre du mischst. Bei einem Rocksong könntest du auch ein bisschen was anderes einstellen, aber ich habe jetzt hier 5,4 gewählt, weil es so ein R&B-Track ist. Das schlägt er auch vor. Und insofern ist hier alles im grünen Bereich. Das heißt, es gibt keinen zu krassen Lautstärkeunterschied zwischen meinem Vers und zwischen meinem Refrain. Gehen wir weiter zum nächsten Button und das ist wirklich auch sehr cool. Das ist der Bass Space. Bevor du das hier machst, checkst, musst du die Kickdrum und den Bass muten und dann wird er untersuchen, ob es andere Elemente gibt, die sich in einem Bereich oder sich im Bassbereich rumtreiben, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben, zumindest der Meinung des Plugins nach. Ja, und da können wir feststellen, gibt es irgendein Element, irgendeinen Synthesizer oder eine Gitarre, irgendwas, das sich da unten in dem Bassbereich rumtreibt, wo es nichts zu suchen hat und dir deinen Mix zumatscht. Ja? Ich habe jetzt also Kickdrum und Bassspur gemutet und dann schauen wir mal, ob er sich beschwert bei irgendwas. Das würde dann hier in den roten Bereich gehen und er zeigt mir auch gleich an, bei wie viel Hertz sich das bewegt. Ja? Wo ist das Problem, wenn es eins gibt? Und das hören wir uns mal an. Wir gehen gerade nochmal hier in den letzten Refrain rein. Down, as the darkness fills our hearts.
80 Hertz. Ich glaube, das war jetzt, waren die Vocals. Ja, der Button leuchtet jetzt hier rot. Okay. Also immer mal wieder beschwert er sich, dass hier im Bereich zwischen ab 160 Hertz, dass sich da was in unseren Bassbereich einschleicht, was da nicht hingehört und uns damit unseren Bassbereich zumacht oder den Bereich, wo eigentlich nur Bassdrum und Bass hingehören. Hier sei gleich eine kleine Warnung ausgesprochen. Also du solltest natürlich immer nach deinen Ohren mischen und nicht nach dem, was hier diese Miete angibt. Ich sehe das jetzt als klaren, als Indikator dafür, dass er dir Vorschläge gibt dafür. Du solltest aber nicht alles eins zu eins umsetzen, wenn er hier ein Problem ausliest, weil ich höre jetzt kein Problem. Da war vielleicht ein bisschen, der Gesang ist ein bisschen kurz abgerutscht in diesen Bereich, wenn er Luft holt oder einen Ton tief ansinkt. Das heißt jetzt noch nicht, dass du ein massives Problem hast. Also immer sowas auch mit so Analyse-Tools immer auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das ist nicht alles in Stein gemeißelt, wenn er hier ein Problem ausliest. Und außerdem war das ja immer nur an ein paar kleinen Stellen. Deswegen ändere ich jetzt da mal einfach nichts. Okay, gehen wir mal weiter zum nächsten und das ist die Dynamic Range. Das ist auch sehr gut. Hier kannst du feststellen, ob du deinen Mix zum Beispiel überkomprimiert hast. Hier misst er dir die gesamte Dynamic Range deines Mixes, also ob er überhaupt eine dynamische Range hat oder ob er totkomprimiert ist. Das kannst du hier feststellen. Ja, eine Refrain. Also hier ist alles im grünen Bereich. Wenn die Dynamic Range zu klein ist, dann könnte das ein klarer Indikator dafür sein, dass du deine Tracks overkomprimiert hast und dann nochmal reinschauen solltest. Also wenn er das hier feststellt, das kannst du auch wieder einstellen, die Dynamic Range, wie viel du da haben möchtest. Und wenn er über diesen Wert, über diesen voreingestellten Wert drüber rausgeht, dann warnt er dich und sagt, hey, du hast zu wenig Dynamic Range, dein Vers, der nicht leise sein sollte, ist genauso laut wie dein allerletzter Chorus, da ist überhaupt keine Dynamik mehr drin, das ist praktisch eine Lautstärke, dein Mix, und dann könntest du hier dagegen steuern. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist LUFS, das steht für Loudness Units Relative to Full Scale. Das ist sozusagen eine Maßeinheit, die die wahrgenommene Lautstärke deines Audiomaterials oder deines Songs feststellen kann. Wir haben hier eine kurze Messung, da misst er es alle 3 Sekunden und eine längere Messung. Hier kannst du feststellen, wie laut wird dein, was ist die wahrgenommene Lautstärke deines Mixes, ist er sehr laut oder eher sehr leise? Kann man jetzt hier in diesem Beispiel nicht so viel sehen, weil es ist insgesamt eher ein leiserer R&B-Mix. Aber falls dein Mix massiv laut ist oder von der Wahrnehmung her massiv laut ist, dann wirst du hier auch in den roten Bereich gehen. Hier sind noch Peaks. Das bedeutet, wenn dein Mix droht zu klippen, dann wird er dich auch warnen. Man empfiehlt eigentlich, da gibt es jetzt viele unterschiedliche Meinungen, dass du, bevor du es zum Mastering gibst, bei minus 3 dB bleibst, damit der Mastering-Engineer noch genug Platz hat, um deinen Mix lauter zu machen und auch noch genug Dynamik reinzubringen. Wir gehen mal hier einfach in diesen Peak rein und hören uns das an. Also hier ist alles im grünen Bereich soweit. Kann aber einfach mal lauter machen. Und jetzt warnt er mich wieder. Du piekst, dein Mix droht zu klippen oder ist einfach zu laut. Okay. Also auch das ist sehr cool und wie gesagt, er macht das automatisch. Wenn du also mit deinem Mix fertig bist, kannst du dir einfach Levels reinladen. Und dann analysiert er dir das hier und zeigt sofort
per rotem oder über den roten Button an, hier in dem Bereich hast du Probleme, in dem Bereich hast du Probleme oder in dem Bereich hast du Probleme. Es gibt hier noch ganz coole Presets, wenn es um Mixing zum Beispiel geht, kannst du Voreinstellungen vornehmen. Möchtest du einen ausbalancierten Mix, einen sehr dynamischen Mix, soll dein Mix laut sein, zum Beispiel bei einem Rocksong oder punchy, bei einem, was weiß ich, auch Rocksong. Kannst auch Einstellungen fürs Mastering vornehmen, indem ihr dir die besten Parameter einstellt für YouTube-Videos, dass es wahnsinnig laut ist in einem Club oder für eine CD oder sogar für Film. Und wie gesagt, hier kannst du nochmal genauer deine Voreinstellungen vornehmen, wie er dein Audiomaterial untersuchen soll. Ja, also ein richtig cooles Tool, das ist sehr gut und verschnellert deinen Workflow einfach auch, weil es dir wirklich die Bereiche präzise anzeigt. Übrigens noch ein Tipp, wenn du deinen Workflow verschnellern möchtest, dann lad dir mein E-Book Speedmixing runter. Da habe ich noch wahnsinnig viele Tipps, wie du effizienter abmischen kannst. Das kannst du dir runterladen, indem du jetzt oben auf den Link klickst. Ja, wie gesagt, ein tolles Tool, das man sich durchaus mal überlegen könnte zu kaufen. Also ich glaube, ich kaufe es mir und ich weiß auch, dass viele von euch daheim alleine sitzen mit ihren Mixen, ohne dass jemand Zweites oder Drittes drüber hört. Und da kann so ein Analyse-Tool wirklich helfen, weil du, wenn du ganz alleine mischst oder wenn du sogar alles schon alleine aufgenommen hast, dann einfach sehr schnell die Objektivität verlierst. Und da kann dir dieses Tool helfen, dieses Plugin, vielleicht was festzustellen, einen Problembereich festzustellen, den du bis jetzt einfach übersehen hast. Aber wie gesagt, misch mit deinen Ohren und nicht mit deinen Augen. Ansonsten denke ich, dass ich dieses Plugin behalte. Mir gefällt es wirklich richtig gut. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!